Ungewohnt offen hat sich die SPD-Vorsitzende Saskia Esken in einem Interview gezeigt. Die 58-Jährige gab im Gespräch mit der Bunden einen Einblick in ihr Privatleben und redete Klartext bei diversen politischen Themen, beispielsweise beim Thema Cannabis. Dass sie für die Freigabe ist, ist bekannt. Nun aber verriet sie auf die Frage, ob sie schon einmal gekifft habe: Natürlich, wie viele andere auch. Wer anderes sagt, lügt oft, so Esken. Zur Nominierung von Finanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der SPD, der ihr zuvor als Konkurrent beim Kampf um den Parteivorsitz unterlegen war, sagte sie: Mein Ego spielt keine Rolle. Es geht nur darum, dass die SPD wieder bärenstark wird. Nach Merkel gibt es neue Potenziale und Olaf Scholz ist in jedem Fall ein echter Sozialdemokrat. Scholz ist vom Vorstand und Präsidium der SPD einstimmig als Kanzlerkandidat nominiert worden. Die SPD ist damit die erste im Bundestag vertretene Partei, die für die Wahl im Herbst 2021 einen Spitzenkandidaten vorweisen kann. Im Interview sprach Esken auch über ihre Ehe. Mit ihrem Mann Roland sei sie seit 30 Jahren verheiratet. Die Ehe währt länger als ihre SPD-Mitgliedschaft. Esken ist seit gut 8 Monaten an der Spitze der SPD. In die Partei trat die gelernte Informatikerin 1990 ein. Seit 2013 ist sie Bundestagsabgeordnete und seit Dezember 2019 zusammen mit Norbert Walter-Borjans Bundesvorsitzende der SPD. So, ja, das ist doch schön. Das passt doch super jetzt. Ja, schön.